Die Saat der Freundschaft. Freundschaft hat einen erstaunlichen und anhaltenden Effekt auf Menschen. Als sie starb, begann ihre Freundin damit, Allah häufig darum zu bitten, dass er ihr seine Barmherzigkeit und Vergebung gewähre. Weitere Geschichte zur Freundschaft. Wir waren drei Verwandte, die damit anfingen, an ihrer Religion festzuhalten, als wir gemeinsam das College besuchten. Wir waren durch unsere Verwandtschaft aneinander gebunden. Wir waren Mitschülerinnen und liebten uns für die Sache Allahs. Wir begannen damit, von unserem Studentengehalt, das uns die Schule zahlte, einen kleinen Betrag Geld zu sammeln. Damit kauften wir islamische Bücher und Audiokassetten. Obwohl die gesammelten Beiträge nicht hoch waren, segnete Allah das Geld und wir konnten Bücher an unsere Verwandten und Freunde verschenken. Andere Frauen aus unserer Verwandtschaft spendeten ebenfalls Geld und so konnten wir ohne Schwierigkeiten und nach Belieben ausgewählte Bücher und Kassetten kaufen und sie für wohltätige Zwecke nutzen. Eine weitere Geschichte zur Freundschaft. Sie diente Allah stets und vergewisserte sich häufig, freiwillige Gottesdienste zu verrichten. Sie beriet ihre Mitschülerinnen der Mädchen Highschool und motivierte sie dazu, Allah zu dienen und ihm zu gehorchen. Sie sagte zu ihnen, lasst uns beten. Wenn wir jetzt nicht beten, wann sollen wir dann beten? Wenn wir alt sind und das Stehen, das Verbeugen und die Niederwerfung anstrengend für uns geworden sind? Wir sind in der Zeit unseres Lebens, in der wir Jugend und Energie besitzen. Lasst uns hart arbeiten und unsere Vitalität für gehorsame Taten einsetzen, bevor der Tod uns trifft oder wir krank und kraftlos werden. Lasst uns arbeiten, bevor unsere Verantwortung wächst und wir Ehefrauen und Mütter geworden sind. Eine weitere Geschichte zum Thema Freundschaft. Drei Freundinnen im Mädchencollege vereinbarten, damit zu beginnen, den gesamten Koran auswendig zu lernen und sich jeden Abend zu treffen, um zu wiederholen, was sie an jenem Tag gelernt hatten. Am Wochenende sollten sie sich dann gegenseitig das bis dahin auswendig Gelernte vorlesen und dabei am Anfang oder in der Mitte eines Kapitels beginnen, um sich sicher sein zu können, dass sie es richtig im Gedächtnis bewahrt hatten. Diese gute Methode half diesen drei muslimischen Mädchen, die gesamte Sura al-Baqarah in 1,5 Monaten auswendig zu lernen. Weitere Geschichte zum Thema Freundschaft. Sie passierte die Straße ca. 15 Minuten täglich auf dem Hin- und Rückweg zum Mädchencollege. So entschied sie sich, diese Zeit dazu zu nutzen, förderliche Bücher zu lesen und zu wiederholen, was sie vom Buche Allahs, dem Koran, auswendig gelernt hatte. Viele Mädchen haben die Straße im Laufe der Jahre passiert, doch nur wenige erlangten den Nutzen, welchen dieses Mädchen gewann.